ist ein Sportspiel. Das heißt, dass wir es als eine Art der Kunst, des Kunstausdrucks sehen, wie man Sport in den urbanen Raum einbinden kann, ohne dafür extra neue Räume zu schaffen. Wir haben ja den Raum, der uns schon vorgegeben ist, und wir versuchen, den bloß ein bisschen zu variieren, so dass man damit anders umgehen kann. Bei der Station 1 ist eine Mauer, die einfach nur per Räuberleiter überwunden werden soll, beziehungsweise geht es einfach nur darum, dass man mal trainiert, wie stehe ich richtig, wenn ich einer Person Hilfestellung gebe für eine Räuberleiter. Das heißt, eben an die Mauer ranstellen, dass man ein bisschen Stabilität im Rücken hat, ein bisschen in die Knie gehen, damit der Rücken auch wieder entlastet wird. Eine Räuberleiter machen, der andere steigt dann auf die Oberschenkel, steigt auf die Schultern und zieht sich nach oben. Die anderen können natürlich auch helfen, wenn es demjenigen ein bisschen schwerfällt, ein bisschen schieben und so weiter. Was schwierig ist, auf die Hand zu steigen, weil dann hat man meistens die Füße des anderen im Gesicht. Das ist dann nicht so gut. Es geht halt darum, zusammen da hochzukommen. Ey, du okay. Musst irgendwie dich hier ranspringen und dann... Und dann nehmen wir... Haltet ihr nicht fest? Geht das? Nee, du musst hier umkreisen. Ja, und jetzt musst du hier... Wow! So machen wir das aber nicht in Wirklichkeit. Und dann die 2 ist, das haben wir als Kreuzspiel bezeichnet. Und zwar haben wir mit Mehl halt ein Spielfeld abgetrennt. Und dann gibt es Rückchen, die in den jeweiligen Feldern stehen und versuchen müssen, die anderen Leute rauszuziehen. Und müssen aber auch aufpassen, selber nicht in die anderen Spielfelder rübergezogen zu werden. Und da soll trainiert werden, wie das ist, wenn, wie es auf Demos eventuell zugehen könnte, wenn man von Ketten belagert wird. Ja, dann haben wir die Nummer 3, das ist der am Sportplatz, der Zaun, der ist 4 Meter hoch, der ist jeweils mit auf 1 Meter Abständen immer mit Tape abgesteckt, dass man immer sehen kann, wie hoch man klettert, und es wird mit einer Stoppuhr festgehalten, wie schnell man ist. Dann der 4 ist der Tunnel, da geht es darum, dass man einerseits in den Tunnel reingeht, da ist eine Öffnung drin, in einem Zaun. Und da hinten sind so Utensilien, die man eventuell gebrauchen könnte, zum Beispiel Isomatten, Wasserflaschen. Man hat bestenfalls mit seiner Bezugsgruppe das so abgesprochen, dass die anderen Leute auf dem Zaun stehen und man muss das nach oben reichen. Also dass man dann wieder eine Kette bildet mit dem Rucksack, der nach oben kommt. Moment mal, Sie sind hier Teilnehmer einer unangemeldeten Versammlung. Zurück. Sie dürfen hier gar nicht rum. Zurück bitte. Nicht machen. Und die Schwierigkeit, die da noch zusätzlich eingebaut wurde, ist, dass hier nochmal eine Kette ist. Das sind 3, 4 Leute oder 5 sogar, die Leute daran hindern, hier reinzukommen. Dann die Nummer 5. Dort haben wir Bauzaun bekommen. Der wurde uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Und da wird mit dem Bolzenschneider geübt, wie man da eigentlich, welchen Kraftaufwand man benutzen muss, um so einen Zaun zu schneiden. Und der ist natürlich sehr hart und ist auch ein gewisser Kraftaufwand auf jeden Fall, den man da aufbringen muss. Ja, und da sollen lustige Figürchen reingeschnitten werden, also von Hasen bis Blumen oder sowas. Und man soll halt irgendwie gucken, dass man da ein bisschen sich künstlerisch an einem handwerklichen Ding austoben kann. Ich bin ja schon oben. Und wir können ja auch einfach einen senkrechten Strich und einen waagrechten Strich, die aber nicht zusammen sind, weil dann fällt es auch nicht auseinander. Nee. Aber willst du den Strich in der Mitte lassen? Nee, der fällt euch raus. Nee, der fällt nicht raus. Den musst du unten einmal quer machen. Du hast halt keine 1. Was? Ich hab mich verkackt. Ja, weil du bis ganz oben durchgeschnitten hast. So, auf der 6 gibt es dann, da klettert man recht hoch auch. Das sind, glaube ich, so an die 6 Meter müssten das sein. Das ist eine Brücke, oder? Da ist eine Brücke, genau. Und von der Brücke, da ist nochmal so ein kleines Häuschen. Da kann man dann erstmal eine Zwischenstation machen und dann muss man nochmal über so ein paar Metallgerüste auf die Brücke raufklettern. Mhm. Da gibt es auch eine Matte zur Sicherung, weil es halt schon die schwierigste Station ist. Und da sollen nochmal mehrere Stationen verbunden oder so kombiniert werden.